Ja, soweit. Die Frage bleibt dann auch für mich. Erstmal sozusagen, also mein Vortrag ist soweit durch und wir gehen jetzt in Diskussionen, Gespräche. Es geht ja immer darum, dass Geld auch Anreiz ist, ne, zu arbeiten. Genau. Und da leben wir ja momentan gesellschaftlich, sag ich mal so. Ich gehe jetzt dann davon aus, nach dem Modell mit dem Kriterien, wäre es so, dass jeder gleich viel, ähnlich viel Geld zur Verfügung hat. Also, ist das ein falscher Gedanke? Also als Grundeinkommen ja, aber ich sage ja nicht, dass niemand arbeiten gehen darf oder sich für die Arbeit bezahlen lassen darf. Mhm. Also jeder, der arbeitet, weil die Frage ist natürlich auch, 1000 Euro sind heute nicht unbedingt das Luxusleben. Das heißt, jemand, der mehr als 1000 Euro braucht, wofür auch immer, warum auch immer, der wird immer noch seine Arbeit anbieten und es wird dann sogar noch wahrscheinlich noch mehr Menschen geben, die ihn auch dafür bezahlen können, weil jeder ja zumindest eine Basis hat, von der er sozusagen Leistung von anderen konsumieren kann. Also das heißt, es geht erstmal um die Basis. Es geht nur um die Basis, ja. Ah, nur um die Basis. Nur um die Basis. Und dieses Dazuverdienen ist möglich? Es ist im Endeffekt sogar lohnenswerter als heute, weil ich habe keinen Grund, eine Rentenversicherung zu finanzieren. Also im Endeffekt die 20% Rentenversicherung würden wegfallen. Die Krankenversicherung muss man selber dann schauen, wie man die regelt. Das würden vielleicht gleiche Quoten werden. Aber im Endeffekt diese ganzen Sozialversicherungen, Arbeitslosenversicherung, das würde man alles ja direkt bekommen. Und Steuern könnte ich auch zum größten Teil bleiben lassen. Weil im Endeffekt viele Sachen, die ja heute auch über Sozialtransfers sozusagen über Steuern geregelt werden, also ich würde mal sagen, wenn man heute vielleicht wirklich noch 50%, wenn überhaupt, von seinem erwirtschafteten Einkommen in die Tasche bekommt, dann wären es hier wahrscheinlich gut 90% mindestens, wenn man noch irgendwelche Abgaben oder sonstigen Sachen beibehalten will. Und wie ist es dann mit den öffentlichen Aufgaben, die momentan ja aus den Steuern wahrgenommen werden? Genau, das ist eben die Frage, welche Aufgaben zum einen in dieser Form verbleiben sollen, die nicht dann gesellschaftlich geregelt werden, sondern über eine Staatsinstitution oder ähnliches. Und das ist dann einfach nur eine Frage der Entwicklung, wie die Menschen es letztlich haben wollen, ob sie am Staat als System oder als Struktur festhalten wollen oder ob sie letztlich erkennen, so wie das Grundeinkommen letztlich ja auch nicht vom Staat gezahlt werden würde, auch bei den BGE-Modellen wird es nicht durch den Staat geleistet, sondern durch die Menschen. Und für mich ist so auch dieser Impuls zu sagen, begreift doch mal, dass der Staat nur ein Konstrukt ist und ordnet euch dem nicht unter, weil alles, was der Staat euch scheinbar gibt, gebt ihr euch selber. Und im Endeffekt in diesen Sachen zurückzukommen, ist die Frage, wie viel kann man sozusagen von diesen staatlichen Elementen auflösen, weil die Menschen wieder in ihre Freiheit auch nutzen, selber zu gestalten, selber zu entscheiden. Weil die Frage ist, was muss auf diesen Ebenen tatsächlich entschieden werden und wozu? Vor allen Dingen, wenn jeder das die Möglichkeit hat, weil das ist eben auch wichtig mit diesem Grundeinkommen zu sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, irgendeine Erwerbsarbeit anzunehmen. Und da kann ich mir zum Beispiel schon mal anschauen, welche von den Arbeitsgesetzen brauche ich noch, wenn jeder sozusagen seine eigene starke Gewerkschaft ist, die einfach sagen kann, das mache ich nicht mit. Da brauche ich im Endeffekt keine übergeordneten Strukturen, die sozusagen die Ohnmacht der Menschen kompensiert, in der sie heute stecken, weil sie diese Dinge sozusagen nicht Nein sagen können. Ich habe nochmal eine Frage zu der Geldvernichtung, da habe ich nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, 1% pro Monat, das heißt, nach 100 Monaten wäre dann 100% vernichtet. Nicht ganz, weil es natürlich immer nur vom aktuellen Betrag, also von 99 werden dann nicht 1 Euro, sondern nur noch 99 Cent vernichtet, deswegen geht die Vernichtung auch immer langsamer, so wie diese Kurve sozusagen. Aber die bekommen, also wie ich das verstanden habe, bekommen sie immer jeden Monat 100 Kredite. Genau. Also da wird ja eigentlich dann immer mehr. Bis zu sozusagen diesem Betrag. Also wenn wir mit 100 Kredite anfangen, ist sozusagen 10.000 die Sättigungsgrenze erstmal. Das heißt, wenn du 100 Monate das Ding liegen gelassen hast, dann werden von den 10.000 1% gehen 100 weg, kommen 100 drauf. Das heißt, bei 10.000 ist sozusagen die Sättigungsgrenze erreicht. Wenn wir dann bei den 1.000 Kredite im Monat sind, eben 100 Monate, 1.000 Kredite, sind wir bei 100.000. Also das ist sozusagen die Sättigungsgrenze, die sich automatisch auf deinem Konto einstellt, wenn du einfach mal ja, das über die 8-9 Jahre dann liegen lässt. Okay. Und umgekehrt bedeutet das eben, wenn jemand eine Erbschaft über 1 Million macht, dann löst sie sich halt auch, wenn er nichts mit anstellt. Das heißt, auch für den, der die Million erbt, das geht dann eben runter bis 100.000. Bei 100.000 ist sozusagen auch seine Sättigungsgrenze wieder da, das heißt, dann ist dieser Ausgleich geschaffen, aber bis dahin würde das nach und nach schwinden. Wie läuft denn das zum Beispiel praktisch ab, wenn ich jetzt nur maximal 100.000 Kredite haben kann
ungefähr ein Haus kaufen möchte, sagen wir mal, das Haus kostet 370.000 Kredere gleich Euro, dann habe ich das Geld ja nicht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Das eine ist, du kannst die Kredere, die du ansparst, meinetwegen, du hast dich bis 100.000 hochgespart, dann vergibst du, weil du das Haus jetzt noch nicht kaufst, sondern erst in 3 Jahren, gibst du 50.000 jemand anders und verhandelst mit dem, okay, wie sieht das aus, wenn du mir das in 5 Jahren zurückzahlst, wie viel kriege ich dann von dir zurück? Wenigstens die 50.000 oder 50.000 minus 5%, weil ich hätte ja sonst 3 Jahre mal 12% Verlust dabei. Also das kann ich sozusagen regeln. Aber das sind dann entweder du verleistest zwischendurch oder du sagst, du zahlst es in Raten ab. Dann heißt, das kannst du dann direkt mit deinem Einkommen letztlich zahlen. Oder du bist so schnell, dass sozusagen dieses 1%, das was du drauflegst, nicht wegfrisst. Du musst halt dann mehr als 1.000 Euro jeden Monat drauflegen. Wenn du 5.000 Euro jeden Monat verdienst, dann kannst du natürlich eine höhere Summe ansparen. Also je nachdem, also es gibt mehrere Wege daran zu kommen. Euro direkt in Kredere umwandeln, oder? Also die Umwandlung von Euro oder Kredere, das ist eine Marktsache. Das heißt, wenn du jemanden auf dem Markt findest, der dir Euro bzw. Kredere entsprechend tauschen will, dann kannst du mit dem Geschäft machen. Ansonsten, nein, du kannst auch Kredere ja direkt als Kredit vergeben und jemand, der irgendwas gerade anschaffen will, Investitionen oder so weiter tatsächlich machen will, dann, du kannst dich auch an einem Unternehmen beteiligen, wo du dann das sozusagen zwischen investierst. Auf jeden Fall, solange das Geld jemand anders nutzt, hast du ja nicht den Verlust. Du musst es dann nur mit ihm vertraglich regeln, wie du es, wie und wann du es wiederbekommst. Okay. Diese 100 bis 1.000 Kredere, je nachdem, sind da pro Person vorgesehen. Mhm. Nun geht diese Person irgendwo in den Markt und kauft mit diesen Kredere etwas. Mhm. Sagen wir mal, das kostet diese Dienstleistung, was auch immer, kostet 100 Kredere. Es hat dann dieser Dienstleister, sagen wir mal eine GmbH, diese 100 Kredere. Da es nämlich auf pro Person läuft, gibt es da keine Geldvernichtung, oder doch, oder wie läuft das? Die Geldvernichtung ist nicht pro Person, also die Auszahlung ist pro Person. Die Geldvernichtung ist über die gesamte Geldmenge, egal auf welchen Konten sie ist. Das heißt, dann würde diese GmbH sich auch verpflichten, dieses System beizutreten und würde halt, wenn dann die Einnahme von Kredere ansammeln würde, würde dann halt auch dann... Genau, also sie kann ja nur ein Kredere-Konto sozusagen bei mir eröffnen. Also damit sie Kredere annimmt, muss sie ein Konto bei mir eröffnet haben und damit akzeptiert sie die Spielregeln, dass es um 1% im Monat abnimmt. Okay. Also quasi jeder, der Kredere hat, stimmt zu. Genau. Hm. Das heißt, wenn ich da jetzt viele Kredere habe und ich möchte, dass sie vernichtet werden, muss ich konsumieren. Oder es verleihen oder weitergeben. Mhm. Oder verschenken. Mhm. Und kann man auch vererben? Nein, das ist dann gar nicht vorgesehen. Doch, also das war ja das Beispiel, was ich vorhin gerade. Also man kann durchaus 1 Million Kredere vererben, aber die bleiben halt dann auch nicht bestehen. Das heißt, diese Millionen schmelzen halt dann ab. Also vererben kann man durchaus. Also, aber es hat halt nicht diese Kapitalwirkung, dass es sich selber ausweitet. Wie könnte man sich den Einfluss von Kriterien jetzt zum Beispiel auf bestimmte Bereiche des Gesundheitswesens, würden sich diese Bereiche dann grundsätzlich in ihrer ganzen Struktur verändern? Also wenn wir jetzt vorstellen, ich gehe jetzt mal davon aus, oder mal das Beispiel, ich bin nicht mehr erwerbsfähig, weil ich zum Beispiel einen Schlaganfall habe, ich bin Patient im Krankenhaus oder Altenheim, bin 100% angewiesen auf fremde Hilfe und Unterstützung, wie könnte man sich das in diesem System jetzt irgendwie vorstellen? Ist jetzt tatsächlich die Frage, wie die Menschen im Endeffekt mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen oder eher wie sozusagen so ein Pflegefall, der wahrscheinlich mit den 1.000 Kriterien nicht über die Runden kommt, versorgt wird, oder? Genau. Also alles, also dazu wird es weiterhin dann Versicherungen brauchen. Das heißt, wenn ich das Risiko habe zu sagen, ich befürchte, dass ich sozusagen in irgendeiner Form so einen gesundheitlichen Schaden erleide und dann nicht mehr für mich selbst sorgen kann oder zumindest auch nicht diese Kriterien ausreichen, dann muss ich Versicherungen abschließen. Aber das, glaube ich, muss ich ja dann sowieso machen, weil ich weiß ja dann, ich kann ja das nicht einschätzen, ob ich jetzt vielleicht, sowas kommt ja oftmals, wie du es so schön sagst, aus heiterem. Es ist die Frage, ob man sozusagen dann entscheidet, wenn es soweit ist, oder ob man tatsächlich aus Angst, weil die Versicherungen funktionieren ja immer nur deswegen, weil viele die Befürchtung haben und es wenig genug trifft.
Weil sonst würden ja auch die auf die privaten Versicherer diese Versicherung nicht anbieten, wenn es sich für die nicht rechnen würde. Mhm. Das heißt, unterm Strich zahlt man drauf. Die Frage ist, ob man sich dann nicht lieber auf die Menschen, die mit denen man ist, sozusagen verlässt. Das heißt, man hat ja immer noch Verwandtschaft, die vielleicht dann auch stabiler oder auch die Wahlverwandtschaften, das heißt das Umfeld, in dem man lebt, mit dem man zum einen mehr Zeit verbringen kann, weil man ja nicht eventuell so stark in der Erwerbsarbeit eingebunden ist, und dass sich dann Lösungen finden, wenn das Problem akut ist. Das heißt, die Frage ist, wie viel muss ich in der Hinsicht vorsorgen für ein Lebensereignis, das sozusagen mich sehr stark einschränkt. Umgekehrt ist aber eben auch die Frage, weil das ist für mich der andere Aspekt, mehrere Punkte im Gesundheitswesen. Das eine ist, inwieweit diese Pharma-Sache als Geldmaschine sozusagen weiterhin bestehen bleibt. Mhm. Weil da können ja sehr viel Umstrukturierungen sein, wenn auch Leute, die in der Pharma arbeiten, sagen, den Job mache ich nicht. Mhm. Weil sie sozusagen jetzt auch ethisch auswählen können, welche Jobs sie mitmachen, welche nicht. Und auf der anderen Seite auch die Frage, wie gehen Menschen mit ihrer eigenen Gesundheit um? Deswegen finde ich zum Beispiel besser, wenn die Leute, also wenn diese gesetzliche Rentenversicherung, wo man nicht sieht, welche Kosten wann wo entstehen, nicht da ist, sondern dass man tatsächlich direkt mit den Kosten konfrontiert. Weil dann ist, denke ich, schneller ein Umdenken da, das, was ich für einen Lebenswandel, wenn ich bei McDonald's essen gehe, wenn ich rauche oder was sonst sozusagen an schädlichen Auswirkungen ich meinem Körper zufügen kann, dass ich dann frühzeitiger mir überlege, das hat Konsequenzen. Aber dazu muss man letztlich auch erstmal diese Zahlen sichtbar bekommen. Das heißt, das, was wir heute immer noch haben, wo man einfach zum Arzt geht und dann eigentlich nicht sieht, was da an Zahlen läuft, dass sowas auch umgestellt wird, aber das kann Kriterien nicht leisten. Das sind sozusagen gesellschaftliche Prozesse, die umgestellt werden, wenn man dazu bereit ist, das zu tun, zu sagen, dass jeder auf jeden Fall direkt beim Arzt sieht, was mich das kostet und was es vielleicht auch zukünftig bedeutet, wenn ich diesen Lebenswandel fortführe. Eben das schon lange bevor ich sozusagen ins Risiko Schlaganfall komme, mir bewusster wird zu sagen, also was da an Kosten auf mich zukommt, das ist immens. So eine Herz-OP oder so weiter, das ist nicht wenig. Und da werde ich wahrscheinlich etliche Monate für sparen müssen oder das dann, um das wieder auszugleichen, diese Leistung. Aber das hat viel einfach dann auch mit Bewusstseinsentwicklung zu tun. Mhm. Wie will ich leben und in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Grundsätzliche Werteverstellung, denke ich, aber ja. Damit verbunden. Mhm. Wir haben ja zu Beginn gesagt, dass jeder über Kriterien die Möglichkeit haben soll, aktiv seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dass es aber nicht darum geht, viel Geld anzuhäufen. Mhm. Wie sieht es jetzt dann, wir leben von einem Rentenfall, also das legt ja das Modell nahe, ich tue etwas dafür, dass ich dieses Kriterium bekomme. Wenn ich jetzt dann mal 80 und 90 bin, ich weiß auch nicht, wie die Arbeit dann halt ausschaut, was ich da tue. Gibt es dann auch sowas wie eine Rente? Kriege ich auch noch Kriterien, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wie? Also das Beispiel mit der Rentenversicherung war nur das Beispiel, wie schwierig ist es, solche Strukturen zu ändern. Das ist kein Rentenmodell, das ist ja lebenslang. Ja. Also dieser Betrag, im Endeffekt, je nachdem, wo wir zwischen 100 und 1000 dann irgendwann liegen, mal angenommen, wir sind alle bei 1000 angekommen, dann bleiben die das ganze Leben lang, von der Geburt an bis zum Tod. Das heißt, es ist so lange, wie du dabei bleiben willst. Ja, wenn du vorher sagst, ich halte es nicht für sinnvoll. Aber leistungsunabhängig dann brauchst. Leistungsunabhängig. Also diese Basis ist leistungsunabhängig. Ich muss dafür keine Gegenleistung erbringen. Aha, okay. Ja. Das ist für mich im Endeffekt auch die Übertragung, statt Menschenrechte zu formulieren, im Endeffekt tatsächlich auch an der Stelle ethisch zu verankern, zu sagen, jedes Leben ist wertvoll und das ist sozusagen die Wertschätzung dessen, dass dieses Leben überhaupt ermöglicht wird. Damit im Endeffekt diese Basis an Versorgung, die ich brauche, um zu leben, schon mal sichergestellt ist. Alles darüber hinaus, was man dann, wie auch immer, abgrenzen kann zu Luxus oder zu Sachen, die sozusagen nicht lebensnotwendig sind, das ist nicht meine Aufgabe, das abzugrenzen, sondern ich will einfach sagen, okay, wir haben zumindest eine Basis, die hoffentlich dann funktioniert, dass dieses gesamte Lebensbasis auch abgesichert ist. Weil das ist natürlich auch die Sache. Das Grundeinkommen kann nicht dafür sorgen, dass die Dinge, die ich brauche, da sind. Also wenn sozusagen tatsächlich die vermeintliche Kontraargument zum Grundeinkommen alle sich auf die faule Haut legen, das geht nicht lange gut. Aber dann regelt sich es aus meiner Sicht auch wieder selber. Weil wenn die Menschen nicht mehr versorgt sind, müssen sie ihren Hintern hochbekommen. Und da muss ich nicht am Grundeinkommen steuern, sondern das regelt sozusagen das eigene Leben. Ja. Das ist ja jetzt ein theoretisches Konstrukt. Was müsste vorhanden sein, damit das jetzt anläuft?
der Computer und die Software. Okay, sagen wir mal, ich steige dir jetzt ein. Wir bekommen da jetzt 100 Kriterien monatlich. Damit kann man noch nicht viel anfangen. Genau, da passiert erstmal nichts. Es gibt ja kein Geschäft, wo diese Kriterien einlösen kann, zum Beispiel für Lebensmittel. Genau, aber es gibt Geschäfte, wo du normalerweise einkaufst. Mhm. Und da könntest du ja dann schon mal Werbung machen und sagen, sag mal, willst du mir nicht ein Brötchen für Kriterien verkaufen? Also dann, also sozusagen diejenigen, die einsteigen, und wenn noch nicht genug Unternehmen da sind, ich werde natürlich auch eben mit diesen Vorträgen schauen, dass ich auch Unternehmer begeistern kann und ihnen sagen kann, ihr könnt damit erstmal euren Umsatz steigern, weil ihr im Endeffekt Sachen, die ihr sonst wegwerfen müsst, weil die Leute kein Geld haben, um das Zeug zu kaufen, bei euch da trotzdem noch erwerben können. Im Endeffekt sozusagen bestimmte Kreisläufe, bestimmte Lücken, die jetzt noch da sind an Konsummöglichkeiten, erstmal zu schließen. Und deswegen hat auch ein Unternehmer einen Vorteil, ja, das anzunehmen. Zu sagen, okay, bevor ich es wegwerfe oder es kaputt geht und so weiter, dann mache ich es lieber. Und bevor ich das Geschäft gar nicht machen kann, dann nehme ich einen Teil davon in Kredere an. Okay, du hast nur 900 Euro, das Ding kostet 1000, nehme ich noch 100 Kredere dazu, ist der Handel auch perfekt. Als wenn ich darauf verzichten müsste. Also, alles, also da gibt es ganz viele Elemente, wo das sozusagen stufenweise reinkommt. Aber es ist natürlich dann auch, die Leute, die es nutzen möchten, müssen das mit anschieben. Das heißt, die müssen zu ihren am besten Händler des Vertrauens gehen, mit dem sie schon ein bisschen mehr Kontakt haben, zu sagen, du, da gibt's was, hast du da nicht Interesse mitzumachen? Und dann das hoffentlich dynamisch wächst und dann sich schnell verbreitert. Gibt es irgendwo auf der Welt so ein gelebtes Modell? Nicht in der Form, aber die Grundeinkommensversuche gab es einige, also Namibia, wo im Endeffekt dieses Grundeinkommen von außen finanziert wurde. Das heißt, es ist sozusagen mit Euro-Spenden ist die lokale Währung dann finanziert worden. Also das war ja die normale Landeswährung, die dann einfach eingeschossen wurde. Und da haben wir halt, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch da, aber das sind sozusagen weniger Euro-Beträge von uns aus gesehen, aber für die ganze Wocheneinkommen gewesen. Und auch da hat es sich wieder sehr stabilisierend erstmal ausgewirkt auf auch ländliche Regionen. Da ist natürlich auch wieder der Punkt, dass dort vor allen Dingen Frauen sozusagen als Multiplikatoren verwendet wurden, weil die dort nachhaltiger mit dem Geld umgehen, weil bei denen sozusagen diese ganzen Arbeitsstrukturen dort einfach an den Personen hängen und die Familienversorgung und so weiter. Also es gibt positive Erfahrungen damit, sogar in den USA, da ist auch mal ein Grundeinkommensmodell getestet worden, auch allerdings ein bedingungsloses Grundeinkommen, also mit staatlicher Finanzierung und dieser negativen Einkommensteuer ist es an der Stelle gewesen. Die Rückmeldungen waren grundsätzlich positiv, man hat eben einen leichten Arbeitsrückgang feststellen können, aber also der Grund, warum es in Amerika dann nicht weiter verfolgt wurde, war, weil die Scheidungsquoten gestiegen sind. Das war zu der damaligen Zeit einfach sozusagen nicht vertretbar von den politischen Parteien. Deswegen ist es dann aus der Agenda verschwunden oder halt noch begraben worden. Hat man die Scheidungsquote damit in Verbindung gebracht? Ja, also man hat ganz klar bestimmte Regionen oder halt kleinere Städte oder irgendwie damit versorgt und hat eben ganz klar gesehen, dass die Scheidungsquote im Vergleich zum Rest des Landes eben deutlich angestiegen ist oder zumindest... was ja auch nachvollziehbar ist, weil im Endeffekt in dem Moment, wo sich die Frau finanziell unabhängiger stellt mit so einem Grundeinkommen, ist sie nicht darauf angewiesen, in einer Versorgerehe drin zu bleiben. Aber das hat damals eben für ausreichend politischen Sprengstoff soweit gesorgt, um das Projekt zu begraben. Ich glaube, es gibt jetzt ja seit einem oder zwei Jahren, weiß nicht genau, in Skandinavien auch ein Land, Finnland, glaube ich, wo das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt worden ist. Beschlossen worden ist. Beschlossen worden ist. Also das ist zumindest beschlossen worden, dass dort etwas passieren soll, aber sozusagen das Grundeinkommen selber läuft noch nicht. Okay. Und das Gleiche ist auch in der Schweiz, wo es ja als Volksinitiative sozusagen reingebracht wurde und wo die in den nächsten 3 bis 4 Jahren sozusagen dann das Volk entscheiden darf, ob so ein Grundeinkommen dort eingeführt wird. Okay. Aber dann in den Niederlanden, wo sie auch ein Modellprojekt haben. Mhm. Genau, die machen auch wieder sozusagen Feldversuche, ja. Also es ist viel unterwegs in dieser Richtung. Auch Deutschland war ja sozusagen mit dem Althaus und dem Bürgermodell relativ dicht an solchen Konzepten dran. Also mit dem Althaus war es zumindest am weitesten oben angehängt, was einen Ministerpräsident angeht, der sich zumindest mit diesem Thema mal beschäftigt hat. Auch wenn natürlich die Hintergründe, die von der staatlichen Seite eher da sind, Bürokratieabbau, Kosteneinsparung, weil ihnen eben der Sozialstaat über den Kopf wächst.
sozusagen der Weg zu sagen, es ist gar keine Frage der Finanzierung und wir müssen diese ganze Umverteilung nicht machen. Das ist sozusagen etwas, was der Staat nur bedingt für sich als Lösung annehmen kann, weil er sich damit eben selber abschafft. Hier in dem Fall jetzt. Oder? Ja, also generell. Also generell, wenn er das Grundeinkommen und diese Versorgung sozusagen ins Geldsystem transferieren würde und sagen, wir machen ein Geldsystem, was auf diesem Weg funktioniert, dann löse ich ja eine ganz große Abhängigkeit auf, von wegen diese Umverteilung, die ganze Sozialverwaltung könnten aufgelöst werden und überhaupt diese ganze Diskussion darüber, wer was wie viel bekommt und so. Also da ist der Sozialstaat heißt ja nicht umsonst Sozialstaat. Also das heißt, dieses Steckenpferd ist sozusagen sein Hauptanliegen. Und wenn er das in den Automatismus, also in so eine Währungskonstruktion überführt, dann hat er sein Hauptaufgabengebiet aufgegeben. Weil praktisch betrachtet, man bräuchte dann auch Scheine, Münzen, dann braucht es auch eine Prägung, oder? Ich habe mich vor allem deswegen auf diesen elektronischen Weg festgelegt, weil es in Deutschland rechtlich Schwierigkeiten geben kann, wenn man Münzgeld rausbringt. Mhm. Das wird bei den Regionalgeldern im Moment nicht verfolgt, aber die Gesetze sind da, um da sofort einzugreifen und es zu verbieten und zu untersagen. Das heißt, man hätte dann nichts auf der Hand? Nee, man hätte nur eine EC-Karte, so wie heute zum Beispiel. Also das mit den staatlichen Aufgaben stelle ich mir dann trotzdem auch chaotisch vor. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die sind da so zurückgefahren, wer baut noch die Straßen zum Beispiel? Also es spricht ja nichts dagegen, dass entsprechende Strukturen erhalten bleiben, wenn das sozusagen Zivilgesellschaft noch nicht oder irgendwie noch zu organisieren ist. Die Frage ist halt, weil es geht ja, das eine ist vor allem die Frage der Finanzierung. Und die Frage ist, warum soll etwas über Steuern finanziert werden, wenn jemand bereit ist, es zu bezahlen? Weil irgendjemand will es ja nutzen. Das ist im Endeffekt das, was heute in diesen ganzen Finanzierungssachen immer auseinanderläuft. Da entscheidet eine kleine Gruppe, was viele brauchen sollten, aber nicht diejenigen, die es haben wollen. Aber wie läuft das dann jetzt zum Beispiel? Jetzt im Fall von Straßenbau? Zukünftig? Ja. Also meine Vorstellung ist so... Das hat aber nichts mit Kriterien zu tun. Nee, das hat nichts mit Kriterien zu tun, das ist unabhängig davon, sondern wie im Endeffekt sich sozusagen dieses politische System weiterentwickelt. Das heißt, es gibt ein Vertreterparlament, die keine Machtbefugnisse entscheiden und keine Geldbefugnisse haben, sondern die Projekte im Endeffekt entwickeln. Das heißt, die entwickeln, okay, wir wollen irgendwie eine Trasse von München nach Hamburg irgendwas bauen, kostet so und so viel Planung, also erstmal müssen die Dinger genauer geplant werden, exakter geplant werden. Und dann müsste das im Endeffekt von Leuten freiwillig finanziert werden. Das heißt, die Leute, die das haben wollen, die sagen, es ist für uns sinnvoll, diese Autobahn zu haben oder eine 2-auf-3-Spuren aufzubauen, dann sollen die es auch leisten. Das heißt, wenn die LKWs meinen, dann besser durchzukommen oder wenn die Autopendler und so weiter meinen, das dann befahren, dann sollen sie das finanzieren. Aber im Endeffekt nicht sagen, dass letztlich diejenigen, die ganz andere Sachen brauchen, dafür mit ihren Steuergeldern aufkommen müssen. Also da wäre es... eben sehr viel Freiheitsgrade zurückzuerobern und zu sagen, es wird das gemacht, was die Leute brauchen und nicht das, was jemand entscheidet, was Leute zu brauchen haben. Das wäre vor allen Dingen auch eine sehr viel individualistischere Lösung, weil es geht da nicht eine Mehrheitsentscheidung, die sozusagen über fremde Geldtöpfe entscheidet, sondern derjenige, der braucht, muss dafür sorgen, dass das Geld zusammenkommt. Das heißt, es ist auch dann aus meiner Sicht ziemlich einfach, solche Kitas und sowas aufzubauen, weil wenn der Bedarf da ist, dann brauchen ja bloß die Eltern, die sozusagen dort ihre Kinder hinbringen wollen und Gründe haben, genug zu verdienen, zu sagen, okay, wir geben das hin, wir finanzieren das. Und sie können ja viel mehr finanzieren, wenn sie diese ganzen Abgaben nicht haben. Das heißt, da wäre ich ja sozusagen, wenn ich so weit mit dem Modell gehe, zu sagen, nicht nur das, was ich heute habe, sondern im Endeffekt 100% von meinem Brutto plus noch die, ich glaube so 15-20%, was sozusagen die Lohnnebenkosten sind, die ja gar nicht mal so direkt auftauchen. Das heißt, das habe ich jetzt zur Verfügung. Und davon kann ich doch viel mehr entscheiden, zu sagen, okay, was davon gebe ich jetzt für Projekte auf, die für mich relevant sind. Das heißt, wo finanziere ich ein Theater mit, wo gehe ich im Endeffekt eine Kita finanzieren, wo muss irgendein Kinderspielplatz, wo muss eine Straße erneuert werden. Und dann kommt es im Endeffekt auch zurück zu den Leuten, weil es bringt ja nichts darum, irgendwo zu wählen und dann mal hoffen, dass in 4 Jahren irgendwas gelöst wird, sondern ganz klar zu sagen, hier direkt mitentscheiden, direkt an den Sachen, die mich angehen. Und alles andere, was mich nicht angeht, muss ich auch nicht entscheiden. Aber das ist ein langer Weg, das ist jetzt kein schneller Übergang in solche Strukturen oder solche Möglichkeiten. Wer hat sich das ausgedacht?
Also das meiste davon ist von mir. Ich habe natürlich Inspiration aus verschiedenen Bereichen gesammelt. Aber ja, größtenteils, denke ich, ist es bei mir gewachsen. Sozusagen die Ansätze davon sind schon erstaunlich alt. Also Gesell zum Beispiel, der auch so eine Geld, sozusagen bei ihm heißt es rostendes Geld, das hat jetzt nicht mit der Geldvernichtung zu tun, der hat 1920 die Sachen aufgeschrieben. Das heißt sozusagen noch vor dem Zweiten Weltkrieg waren diese Themen, sozusagen diese Geldkritik schon, also die Zinskritik ist sowieso noch älter, die ist schon über tausende von Jahren zu verfolgen, aber sozusagen tatsächlich so der Versuch im Geldsystem direkt was zu verankern, was zu verändern. Das ist auch schon locker 100 Jahre alt. Und er hat damals auch schon zumindest das konzeptuell mit als Witwen- und Waisenrente ergänzt. Das heißt, bei ihm war es eine Gebühr, die er eingenommen hat, und die wollte er für Witwen- und Waisenunterstützung ausgeben. Das habe ich sozusagen im Rahmen der Recherchen, habe ich dann die Bücher gefunden und war erstaunt, was vor 100 Jahren eigentlich ähnliche Konzepte schon, aber sind nicht weiterverfolgt worden. Was könnte Menschen, die sehr viel Geld haben, dazu bewegen, an sowas mitzumachen, wenn die dann wissen, ihr Geld verfälscht? Ich meine, wenn man es nett hat, glaube ich, ist es ja anders zu betrachten. Also, also das eine ist, es gibt durchaus viele Menschen, die zwar viel haben, aber auch vernünftig sind in der Hinsicht. Dass sie wissen, dass in der Entwicklung, die sich jetzt abspielt, sie nicht wirklich glücklich werden. Weil irgendwann werden sie dann letztlich in Ghettos zurückziehen müssen, sich bewachen lassen müssen, um sozusagen vor dem Rest der Welt zu schützen. Das ist auch keine Welt, in der die wirklich leben wollen. Also in der Hinsicht, ich glaube, es gab, weiß nicht, irgendwie 100 oder so, also eine ganze Anzahl von Millionären, die sozusagen die Bundesregierung aufgefordert haben, eine vernünftige Vermögensteuer einzuführen. Also auch solche Tendenzen gibt es. Auch wenn die dann teilweise natürlich nicht mit Namen oder sowas in Erscheinung treten wollen, um sozusagen von ihren Leuten nicht geächtet zu werden. Aber also aus meiner Sicht ist, denke ich, die Vernunft auch bei den Menschen so weit gegeben, dass sie sehen, dass wir mit den jetzigen Strukturen und Entwicklungen nicht wirklich weitermachen können. Es mag sein, dass da gewisse Umstellungsängste da sind, die man dann vielleicht ein bisschen belegen oder bereinigen muss, dass man sie erst überzeugen muss. Ihr braucht keine Angst zu haben. Also es ist ja nicht von heute auf morgen weg. Das ist ja auch ein längerer Übergangsprozess. Ihr werdet euch schon an diese Gesellschaftsstrukturen anpassen und, denke ich, da auch glücklich werden. Also, ich glaube es nicht. Weil ich glaube, dass die Menschen, die sehr viel Geld haben, dass das deren Identität auch ausmacht. Das ist das, was man immer hört. Ich habe mir auch schon Filme über Reichtum und so angeguckt. Und da geht es auch immer um die Diskussion, wieso nicht Leute mehr stiften. Und da geht es dabei immer darum, also, oder auch spontane halt unterstützen, dass die immer in ihrem Namen genannt werden wollen und ein Erbe antreten wollen. Ja, es geht sehr viel ums Ego und das halte ich für, sehr schwierig. Das ist im Endeffekt eben, da wir in einer Zeit leben, wo das letztlich auch propagiert wird, braucht es halt natürlich auch den Übergang, erstmal die anderen ethischen Werte in der Gesellschaft zu verankern. Deswegen, also wenn wir das andere Geldsystem auch schon mal schrittweise irgendwo eingeführt haben und dort sichtbar wird, dann ist auch die Basis da, diese Ideologien aufzulösen. Weil klar, so von heute auf morgen mal eben sozusagen sein Weltbild umzudrehen, das funktioniert nicht. Aber in ein anderes Weltbild hinein zu diffundieren, ich denke, das kriegen wir schon hin. Also ich sehe da noch einen ganz anderen Aspekt, weil gerade die Leute, die sehr viel Geld haben, das sind gar nicht so viele. Also ich glaube, die Leute, die wirklich was davon haben, die Anzahl der Menschen, die was davon haben, ist so unglaublich viel größer wie die Anzahl der Menschen, die nichts davon hat. Mhm. Und es kann eigentlich allen Aspekt total egal sein, ob diese 1% oder wie viele es auch sein mögen, das weiß ich jetzt nicht genau, ob die davon begeistert sind oder nicht davon begeistert sind, wenn alle anderen davon begeistert sind, dann lasst die doch machen, was sie wollen. Sie dürfen ja ihren Euro auch behalten, solange sie wollen, ja, aber wenn sie keinen mehr finden, der dafür arbeitet. Das ist ein komplementäres System. Und ein weiterer Gedanke, den ich habe, auch die jetzt nicht also so unendlich reichen, dass sie vielleicht größere Verluste auch überhaupt nicht mehr, sondern sagen wir mal so Menschen, die vielleicht, denen es gut geht finanziell. Aber dann ist die Frage, wodurch haben die das erreicht, dass es ihnen gut geht? Oftmals wirklich einfach durch harte Arbeit. Denn auch heutzutage, wenn man Geld hat, irgendwo, es ist nicht so leicht, mit diesem Geld richtig umzugehen. Es ist immer
das ist dann tatsächlich wahrscheinlich nur für die, die diese 1% oder die, die so ganz reich sind, die sich nicht mehr die geringsten Gedanken darum machen müssen. Aber sagen wir mal so, die, die jetzt vielleicht, vielleicht was geerbt haben, vielleicht eine Million haben oder so, oder einfach sich beruflich reingestresst haben und was erreicht haben, die werden irgendwie immer damit konfrontiert sein, was mache ich damit, was muss ich jetzt tun, jetzt habe ich so hart dafür gearbeitet, jetzt will ich es auch nicht verlieren, und dann dagegenüber zu sehen, okay, aber wozu tue ich das eigentlich alles? Oftmals auch nur, um eine Sicherheit wieder zu haben fürs Alter oder nicht immer sich so reinstressen zu müssen. Ja, da habe ich auch die Lösung dafür. Also man muss mal Dinge gegenübersetzen. Sicherlich. Jemand, der viel hat, der will es nicht loskriegen. Aber jemand, das ist eben die Frage. Die Frage ist immer, wie viele haben wir, die wirklich unglaublich viel haben und sich wirklich nicht den geringsten Gedanken machen müssen? Und wie viele haben wir ja, die wohlhabend sind, aber sehr wohl wissen, was sie dafür tun mussten, um dahin zu kommen, und wie schwer es auch ist, das zu halten. Denn das ist, wenn man sich das anschaut, diese Verhältnisse, was mit dem Euro ist und die ganzen Unsicherheiten, die wir haben, Geld ist immer ein Risiko. Diese sogenannte Werterhaltungsfunktion des Geldes ist sehr fragil. Die Frage, die ich auch habe, ist zum einen, wie würde diese Institution aussehen, die das Ganze halt steuert? Gut, am Anfang könnte es eine Person machen, wie du, aber irgendwann mal, wenn jetzt dann 100.000 Leute bei dir 10 Euro einzahlen jeden Monat, hast du wahrscheinlich mehr als genug zu tun, dann muss ja dann irgendeine Institution dahinter stehen. Wie würde die denn aussehen? Also zumindest, was sozusagen die rechtliche Struktur ist, die ich da erstmal im Hinterkopf habe, ist, eine Stiftung, aber eben eine Treuhandstiftung, eine privatrechtliche Treuhandstiftung, weil die im Endeffekt in den Regularien, die der Staat beaufsichtigen und kontrollieren kann, sozusagen darunter läuft. Das heißt, da ist keine Genehmigung vom Staat notwendig und ich kann selber entscheiden, was es ist. Und vor allem ist es auch eine Verbrauchsstiftung, weil natürlich das ganze Stiftungskonzept mit der Währung sich auflöst. Weil Stiftungen ja normalerweise immer nur auf Kapitalerträge sozusagen arbeiten und die Substanz stehen lassen, das funktioniert in der Währung ja nicht mehr. Das heißt, es macht keinen Sinn, das sozusagen mit einer Stiftung aufzubauen, die eigentlich sozusagen die Idee konterkariert. Aber das wäre sozusagen im Moment, weil ich will da kein Unternehmen dahinter setzen, weil dazu soll es eben in die Menschen angebunden werden und dass dann natürlich mehrere Leute dann für mich arbeiten mit diesem, in dieser Struktur, das auf jeden Fall. Oder wenn ich auch ein Verein denkbar? Ein Verein ist mir im Endeffekt in der Hinsicht zu problematisch, weil da jeder mitschnabelt. Und das Ding ist im Endeffekt so, wie ich es jetzt habe, rund, und so soll es auch funktionieren. Und deswegen stehe ich halt erstmal dort drin und sage, ich entscheide, dass das so gemacht wird, und da kann keiner reinsprechen. Das ist mir halt an der Stelle erstmal wichtig, damit es wirklich so startet, wie ich mir das vorstelle. Wobei du sagst, es ist für dich rund. Aber es könnte sich ja mit der Zeit herausstellen, dass das nicht ganz rund ist, sondern dass es eine Veränderung benötigt. Genau, und dann darf man ja gerne eine Alternative aufbauen. Weil das ist ja eben das ist auch das Ziel, diese Vielfalt zu haben. Es soll ja nicht das eine System sein, das nachher alles ersetzt, sondern es soll im Endeffekt ein Baustein sein, der da ist. Und wenn es nachher Leute gibt, die sozusagen sagen, das gibt es noch ganz anderes oder da ändert sich was und dieses und jenes, dann gerne daneben, ob man das dann hier direkt implementiert, weil das ist ja auch die Sache, weil das ist die Schwierigkeit, diese Regeln, die ich hier geschrieben habe, das sind die von Anfang an gelten. Die im Nachhinein zu ändern, halte ich für problematisch. Weil du hast dich ja zum Beispiel auf diesen Schwund eingelassen. Jetzt kommt irgendjemand auf die Idee, ach, wir machen lieber doppelt so viel oder wir machen 0,5% mehr im Monat und so weiter, dann ist das nicht in Ordnung. Weil diese nachträgliche Änderung ist nicht legitim. Du kannst das von mir aus mit all denen machen, die dem zustimmen, aber dann ist es sozusagen ein System daneben, und die sagen, nein, wir wollen das so beibehalten, die behalten das so bei. Also deswegen, Evolution ist sozusagen hier in dem, was vereinbart ist, muss man dann schauen, ob man alle erreicht, die da zustimmen, weil da braucht man auf jeden Fall Konsens, weil es geht um Geld. Ganz konkret. Beziehungsweise, wenn es mehrere solche Systeme parallel gibt, dann kann man sich aussuchen, was das beste System für mich ist. Genau, oder in mehreren aktiv sein. Ein Marktmittel, ne? Einfach dann in mehreren aktiv sein sowieso, so wie man vielleicht Payback und Miles & More parallel benutzt,
stört mich ja nicht, wenn ich beide nutze. Und dann bin ich auch nicht von einem abhängig. Das ist auch, auch sinnvoll an der Stelle zu sagen, sozusagen, wenn ich größenwahnsinnig werde, dass dann nicht sozusagen ich der Alleinige bin, der da irgendwas anstellen kann und dann andere von mir abhängig sind. Das soll ja auch nicht passieren. Was eigentlich auch wieder ein Argument dafür ist, sowas eben nicht staatlich zu machen, weil der Staat immer den Absolutanspruch hat. Genau. Wobei kann ja für mich immer auch sein, gut, dich kenne ich jetzt, ne? Ich kann dich jetzt einigermaßen gut einschätzen, ne? Aber wenn ich jetzt Max Mustermann wäre und sage, ja, dieser Martin Winger, was ist denn das für einer? Kannst du da jeden Monat 10 Euro von mir, von anderen auch noch, verdient sie dumm und dusselig und geht damit nach Argentinien. So. Was gibt es denn da für Schutzmechanismen, einfach, um da auch das Vertrauen zu bekommen in die Leute und in das System? Nur Vertrauen ist der Schutzmechanismus. Also, nee, ich denke, da muss es eine Klausel geben. Nein, eine Klausel hilft ja nicht weiter. Regeln helfen ja nicht weiter. Das eine, was natürlich hier noch dazukommt, ist Transparenz. Das heißt, es wird komplett öffentlich gemacht, wie viele Konten, wie viel Umsatz und so weiter. Also nicht das Persönliche, nicht die Daten von der Privatperson, aber im Endeffekt, dass du mit Statistiken verfolgen kannst, wie sich das System entwickelt. Ob das plausibel ist oder ob da drin manipuliert wird. Also das schon. Also die Transparenz, ja, auf der einen Seite. Aber Missbrauch kannst du nicht verhindern. Das heißt, entweder du versuchst es zu kontrollieren, aber wie gesagt, also letztlich hilft dir an der Stelle nur Vertrauen und prüfen. Guck nach, ob im Zweifelsfall setze ich halt mit mir hin, trink ein Bier oder einen Saft, du kriegst das Bier, ich trinke den Saft und dann und dann guck mal, ob nach dem Abend sozusagen das Misstrauen, was ja im Endeffekt zu beseitigen ist, ob das dann ruht und ob das sagt, okay, die 10 Euro tun mir nicht weh und ich kann es erstmal probieren. Aber letztendlich, deswegen heißt es ja auch Kredere, was ja von im Endeffekt Kredit und Vertrauen abgeleitet ist, weil letztlich beruht das Ganze darauf, auf Vertrauen. Weil Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Hey, aber sich vorzustellen, 100.000 Leute überlassen dir jetzt hier 10.000 Kredere. Also ich meine, stell dir mal vor, du bist einer dieser 100.000. Also 10 Euro meinst du jetzt, oder? Weil die 10.000 Kredere, die kriegen sie ja von mir. Also. Ja. Nein, ich glaube, du meinst, also. Die geht es um die Verwaltung. Die Kontenverwaltung, das geht ja. Ach so. Ja, also die wird ja zum Glück. Ja, die wird ja nicht zum Glück nicht mir überlassen, sondern das ist ja das Computersystem, was dann läuft. Also dass ich das schriftlich mit irgendwas machen. Nein, also da ist dann eher das Vertrauen. Da ist dann noch die Überlegung zum Beispiel, dass man es zumindest den Source Code öffentlich macht. Dann wissen die Leute, was da an Software läuft oder so weiter. Oder dass man den zumindest einsehbar macht, damit er nicht von außen angegriffen wird oder so weiter für bestimmte Elemente, die man dann sozusagen nicht direkt öffentlich weitergibt. Aber an der Stelle ist es einfach nur, die Server aufzubauen. Die Menschen haben heute verdammt viel Vertrauen in Software, wenn ich mir anschaue, was die alles benutzen. Ja. Also nicht. Der Vorteil ist natürlich, man bekommt es ja erstmal. Ich denke, die Einstiegshürde ist relativ klein und danach ist das Vertrauen wird eben erst damit kommen, wenn man gesehen hat, dass es funktioniert. Jemand, der noch zweifelt und sozusagen nicht das Vertrauen hat, dass es funktionieren könnte, aufgrund von Software oder sonst was, der wird halt später einsteigen. Nein, also ich habe nicht das Problem, dass ich nicht glaube, dass es nicht funktioniert. Ich habe aber das Problem mit der Vorstellung, dass jetzt einer, der das verwaltet, auch was alles Mögliche damit treiben kann. Das halte ich nicht für sinnvoll. Ich finde, warum ist da nicht, man kann doch einfach, also wenn Sie das jetzt machen, dann ist da halt, steht halt drin, ich verpflichte mich zu dem und dem und dann ist es doch gut. Alles andere ist doch naiv, finde ich. So sehe ich das. Okay, also es bleibt ja sowieso nicht bei der einen Person, sondern es sind ja mehrere Personen beteiligt. Das ist ja im Endeffekt die gleiche Struktur wie die Bank das heute auch. Genau. Im Endeffekt bei der Bank heute. Eine Selbsterklärung finde ich wichtig. Also im Endeffekt, was mit den Daten halt passiert. Also es gibt im Endeffekt Datenschutzerklärungen, wo drin steht, wie mit den Daten umgegangen wird, was damit passiert und so weiter. Das ist natürlich selbstverständlich dann da, zu sagen, im Endeffekt zum einen, weil die Statistiken erstellt werden, welche Auswertungen gemacht werden, welche Daten zum Beispiel wann gelöscht werden, weil das ist für mich da zum Beispiel sehr wichtig,
Das Ziel nach 3 Monaten sind im Endeffekt alle Transaktionen weg. Das heißt, dieses Thema gläserner Mensch und was sie sozusagen im Leben gekauft haben, diese Informationen sozusagen ein vergessliches Internet an der Stelle zu sagen, spielt keine Rolle, was sie vor 3 Monaten damit gemacht haben. 3 Monate ist ein überschaubarer Zeitraum. Sozusagen, wenn irgendwelche Transaktionen nicht in Ordnung waren, dass man die eventuell rückabwickeln kann oder prüfen kann oder sonst was. Und alles, was danach kommt, das ist Vergangenheit. Was vor 3 Monaten geteilt wurde, ist erledigt. Ich glaube, was so schwierig ist, sich vorzustellen, ist, da gibt es dann niemanden, der dafür haftet. Also, was braucht es ja nicht, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Also ich glaube, die Schwierigkeit ist eher diese Haftung, was soll dann passieren und wer soll gegenüber wem für was haften? Mhm. Weil es ist im Endeffekt auch, also weil ich vergleiche das im Endeffekt, wie Banken heute funktionieren und wenn Banken Mist bauen, dann kann man froh sein, wenn man von denen vielleicht eine Entschuldigung bekommt. Mhm. Also deswegen, natürlich, dass das sozusagen ein sensibles Thema ist, ist mir bewusst. Ich baue halt mein Leben darauf auf. Also wenn ich mich jetzt da voll drauf einlasse, so sehe ich das dann halt. Also ich werde auf jeden Fall versuchen mit bestimmten, also das, was möglich ist, das zu machen. Aber im Endeffekt Sicherheit kann es nicht geben. Das ist ja nicht mal allein mein Thema, ob ich das mache, sondern mal angenommen, tatsächlich, da ist jemand bösartig und will sozusagen den Server zum Zusammenbruch bringen oder sonst was und der wird im Endeffekt laufend mit irgendwelchen Sachen attackiert und dann finden die vielleicht irgendeine Möglichkeit, sozusagen das System runterzubringen. Es gibt ja heute auch solche Hackerangriffe, die durchaus große Server zum Stillstand bringen. Also klar, da ist alles möglich, da gibt es dann Ausweichstrategien, Möglichkeiten, diesen Sachen zu begegnen und da muss man halt einfach schauen, dass hoffentlich genug Menschen vernünftig sind, das System stabil zu kriegen. Aber das ist einfach, ich denke, was sich entwickelt. Wenn soweit keine Fragen sind, dann würde ich es an der Stelle schließen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass Sie da waren. Und tragen Sie es gerne weiter. Weil Informationen sind immer gut. Dann das Meme von Credera als Alternative, als freiwilliges Grundeinkommen weiterzutragen, noch als Kontrapunkt in die ganze Grundeinkommensdiskussion zum Beispiel. Also vielen Dank. Vielen Dank auch.